Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblenden Zoo. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Bevor wir heute mit dem Pfauengehege, ich will mal Fasanengehege sagen, keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall, bevor wir heute mit dem Pfauengehege angehen, jetzt wollte ich das schon wieder sagen, werden wir heute erstmal uns um das Wohlbefinden der Flamingos kümmern, denn die haben einen problematischen Temperaturbereich, sprich, wir müssen ein paar Wärmequellen hier hinsetzen, ne? Gelände, ne, das wart nicht. Obwohl, warte mal, pass mal auf, Temperatur ist auf 100%, vielleicht weil ich im Pausenmodus bin, aber normalerweise sollte die Temperatur, hat man in der letzten Folge gesehen, sollte eigentlich runtergehen, oder fühlen sie sich tatsächlich wohl in der Kälte? Kann natürlich sein, wir gucken mal ganz kurz nach, dann haben wir das nämlich schon mal geschafft, beziehungsweise die zufriedengestellt dahingegen, das ist ja sehr schön. Und die Flamingos haben einen Temperaturbereich von 8 bis 40 Grad. Liebe Flamingos, habt ihr schon gemerkt, dass es schneit? Habt ihr schon gemerkt, dass es schneit? Brauche ich da nichts machen? Werdet ihr euch nicht beschweren wie in der letzten Folge? Das ist gut, weil gut zu wissen, denn jedes Mal, wenn ihr euch beschwert, werde ich einfach das Spiel neu starten. Und den Binturong, den werde ich natürlich auch. Da muss, ja, okay, jetzt müssen wir aber ein bisschen, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt tatsächlich, dass es hier schneien kann. Ja, da müssen wir ein paar Hitzequellen auf jeden Fall hier hinsetzen, weil ich habe nicht Lust, dass die hier leiden. Heizkörper. Brauchen wir Heizkörper oder Kühlanlagen? Hier, Klimaanlage. Nee. Ja, aber pass auf, das verstehe ich ja nicht so ganz bei Planet Zoo. Pass auf, wenn ich jetzt eine Klimaanlage hier hinsetze, ne? Die Klimaanlage, die kann man auch auf warm schalten. Ich kann sagen, hier, pass auf, 30 Grad. Dafür brauche ich keine Heizkörper, theoretisch gesehen. Oder? Sehe ich das falsch? Warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Weil aktueller Temperatur 1 Grad. Immer noch aktuelle Temperatur 1 Grad. Immer noch Temperatur 1 Grad. Umgebungstemperatur 1 Grad. Nein. Also, nur so. Im Auto gibt es auch eine Klimaanlage, die kann man auch auf warm schalten. Warum sollte das denn hier nicht gehen? Das kapiere ich nicht so ganz. Okay, dann werden wir hier auf jeden Fall Heizkörper hinsetzen, aber ich verstehe nicht so ganz, warum. Naja, egal. Der warte mal. Der malaysische Tapir, wenn ich jetzt eine Wärmequelle hier hinsetze und der malaysische Tapir fühlt sich nicht wohl, was macht man dann? Malaysischer Tapir. So, also schauen wir mal nach. Der Malaysische 6 bis 7, okay. Nebelparder haben wir ja auch noch. Und der Nebelparder braucht eine Temperatur von... Aha. Okay, wenn wir hier überall 30 Grad hinmachen, müsste das doch reichen, ne? Noch eine Frage. Ja, ich bin heute im Fragemodus. Pass auf. Es ist ja so, umso wärmer du die Heizung zu Hause stellst, umso mehr Energie verbrauchst du, umso teurer wird es. Ist das hier auch... Umso höher ich die Temperatur schalte, umso mehr Strom verbraucht das? Ich kann mir das fast nicht vorstellen, aber naja, ich weiß es nicht. So, gut, dass wir hier schon alles voller Palmen gesetzt haben, da bin ich ja richtig froh drum. Ja, pass auf, dann setzen wir das jetzt hier hin. Und den nächsten setzen wir jetzt erstmal hier hin. Jetzt denkst du dir, das hat doch gar keinen Sinn. Doch, pass auf, weil die fügen wir nämlich jetzt zusammen. Zusammen, so, weil dann können wir die nachher alles schön ablassen. So, genau, jetzt gehen wir in die Gruppe rein und sagen hier, schön, dass der mir anzeigt, ja, ich bin ja echt froh, also ich bin wirklich froh, dass der mir anzeigt, wie weit der andere Radius geht. Da bin ich richtig froh drum, muss ich sagen. Also ich finde es gut, wie das Spiel manchmal mitdenkt. Okay, setzen wir hier noch einen hin. So, das Problem ist jetzt einfach, ich sehe tatsächlich nicht. Ich sehe wirklich nicht, wo hier die Wärmequellen sitzen. Theoretisch gesehen könnten wir hier noch einen hinsetzen. Und hier. Ne? Pass auf, das machen wir direkt auf der anderen Seite auch. Dann brauchen wir, können wir die einfach direkt runterziehen, ne? Ganz schön clever von mir. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, dann setzen wir hier einen hin. Ja, er müsste da alles abdecken. Das ist jetzt wirklich so schätzen. Das finde ich so ein bisschen schade bei Planet Zoo, dass die hier nicht sagen, guck mal, der geht bis da, ne, dann kannst du hier jetzt einen hinsetzen oder so. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass man halt nicht den Wirkungsbereich von den anderen sieht, aber ja gut.
So, setzen wir hier hin. Und das Problem ist auch noch, dass die Tiere so intelligent sind, muss man einfach so sagen. Die sind super intelligent. Die gehen nämlich mal dahin, wo dann kalt ist. Es gibt ja immer so ein paar Kältezonen hier. Und da gehen die selbstverständlich dann hin. Ne? Also, die werden nicht in die warmen Bereiche reingehen. Nee, nee, nee. Da brauchst du nicht drüber nachdenken. So, jetzt verstecken wir die. So, sehr schön. Okay, pass auf, wo wir jetzt hier bei der Wärme sind. Die rosa Flamingos brauchen das zu 1 Milliarde % auch. Nur, die sind jetzt irgendwie nicht am Meckern, wieso auch immer. Dann machen wir das so, dass wir sagen, pass auf, dann setzen... So viele Wärmequellen brauchen wir hier gar nicht. Fällt mir mal gerade so ein, ne? Wir können jetzt eine Wärmequelle hier hinsetzen. Ja. Und die nächste setzen wir hier hin. Und fügen die wieder zusammen. Ja gut, die hätte ich jetzt vielleicht nebeneinander setzen sollen, damit ich die... Ja, okay. So, zusammengefügt. Mann, die habe ich aber gut platziert. Da war ich ja richtig gut. So. Nächste ist dann vermutlich hier. Nächste Problem wird sein der Strom, ne? Das muss man einfach so sagen. Der Strom könnte problematisch werden. Jetzt, also ich vermute... Eher in dem Nebelpader-Gehege und sowas. So, das war's, ne? Okay, und die ziehen wir jetzt einmal runter. Achso. Warte, die ziehen wir jetzt einmal komplett runter. Ja... Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich glaube, ich habe Mist gebaut. Weil ich habe gerade festgestellt, warte, dass ich hier irgendwo wahrscheinlich eine Hitzequelle nur runtergesetzt habe. Jetzt müssen wir... Oder sind die alle in Ordnung? Also, wenn das gleiche passiert ist gerade wie bei den Flamingos, habe ich nur eine Hitzequelle runtergesetzt. Achso, hier waren die Bären. Moment, hier habe ich auch nichts gemacht, sondern hier. Aha, aha, ich verstehe, ich verstehe. So, jetzt haben wir alle runtergesetzt, wobei die eine Hitzequelle ein bisschen tiefer jetzt sitzt, aber naja, was soll man machen? Was soll man sagen, ne, das ist in Ordnung. Die Bären, was haben die denn für einen Bereich? Nur mal so gefragt. Weil das Gehege ist ja auch neu, ne? Ihr seid der taiwanische Schwarzbär. Jetzt bin ich gespannt. Schwarzbär? Taiwanisch? Mit I. Ne, ich wollte das mit Y schreiben. -7. Wir haben aktuell 1 Grad. Also, die haben sehr, sehr viel Toleranz. Da brauchen wir nichts machen. Die Pinguine! Denen wird es wahrscheinlich zu kalt werden, oder? Mit Sicherheit. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Wir können aber gucken, wo sind die Stromdinger? Hier. Warum geht das nicht bis da? Setzen wir hier noch einen hin. Ah, kann das sein, vielleicht, dass der keinen Strom hat? Kein Strom. Mhm. Dann können wir denen nämlich uns schenken. Ja, die haben keinen Strom. So wie ich das mir gedacht habe. Aber pass auf, die sind ja jetzt erstmal wieder happy. Ne, dann lassen wir das jetzt mal. Happy sind die Gäste auch, wenn ich denen Hallo sage. Wie beispielsweise DC Evans, Hallöchen. Dann Miguel, Hallöchen. Samira, Hallöchen. Jax, Big Shadow, Hallöchen. Edwin, Hallöchen. Why Me, Hallöchen. Slim Shady, Hallöchen. Und Evil, Hallöchen. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt sind die Tiere wieder zufrieden, ne? If you're happy, happy, no, clap your hands. If you're happy, happy. Okay. Was haben wir noch? Isabellenbär. Okay. Der Isabellenbär hat eine Überbelegung. Ich weiß aus Vergangenheit tatsächlich, dass der Isabellenbär ein Alleingänger ist. Und der Isabellenbär ist mit wie vielen Tieren in einem Gehege? Oha,
Ja gut, wir haben ein Problem. Wie alt könnt ihr werden? Wie alt könnt ihr werden? Okay, ihr habt noch ein bisschen. Sprich, die drei können wir dann freilassen, ne? Ja. So, sehr schön. Ungeklärte Taschendiebstähle. Ich glaube, das ist so eine Never-Ending-Story, genauso wie die Bildung unserer Gäste. Hängt das vielleicht irgendwie zusammen? Ich mutmaße nur. So, jetzt haben wir schön die Heizungen hier hingesetzt. Und was ist? Es wird warm. Selbstverständlich. Es ist ja hier nicht Dauerwinter. Perfekt. So, Freunde. Wie machen wir das jetzt? Theoretisch können wir das ziemlich simpel hier gestalten. Moment, wir müssen ja mal gucken. Oh. Weil ich muss mir auch Gedanken machen, wie die Tierpfleger hier reinkommen. Hier, das ist gut gelöst, ne? Dann können wir ja hier noch dran anknüpfen und weiter geht's. Gehege, pass auf. Barriere wollte ich natürlich. Dann sagen wir hier Einwegspiegel. Nee, Zweiwegspiegel. So, wir sind ja ökologisch hier. Hallo? Okay, und warum konnte ich jetzt nicht... Oha. Ich würde gerne noch ein bisschen... Sollen wir noch ein bisschen weitergehen oder sollen wir hier auf diese 4 Meter erstmal bleiben? Ja, du hast recht, wir bleiben erstmal hier auf die 4 Meter. Okay, und hier gehen wir auf 3. Hier gehen wir so und sagen dann hier... Pass auf, hier wären wir nämlich länger. Hier sagen wir 10 Meter. So. Wie das knirscht. Ich weiß, ich hätte das vielleicht schon direkt alles als Spiegel machen müssen. Du hast vollkommen recht. Okay, Barriere bearbeiten. So, jetzt sagen wir hier einmal zip. Oder sind wir hier? Nee, hier mache ich keinen Eingang. So, dann kommt hier nämlich Glas hin. Und ab hier geht es dann abwärts. Auf. Ich weiß nicht mehr, wie viel Meter wir hatten. 1,26, 1,28. Okay, ungefähr. 1,26 bis 1,28. So, 1,26 bis 1,28. 1,26 bis 1,28. Ja, machen wir 1,26. Und hier würde ich gerne wieder Holz hinsetzen, weil ich finde das hier irgendwie schöner. Ne, dass das so als Eingang wirkt. So. Ich vergesse immer wieder, dass man die tatsächlich so noch verschieben kann. Deswegen hatte ich vorhin das ein bisschen außerhalb gesetzt. So, weiter geht's. Weiter geht's. Ja. Wären hier gebogene Dinger besser? Ich glaube, weiß ja nicht, aber... Ja. Ne, dann machen wir hier auf jeden Fall gebogene Dinger hin. Hoppala. Entschuldigung, ich wollte eigentlich hier dran. So, danke. Und dann sagen wir jetzt... Wo ist das gebogene? Achso. Könntest du dich mal andersrum biegen? Andersrum. Hallo? Warte, so, wir müssen ja erstmal hier ein gerades Stück machen. Das heißt, hier kommt ein 2 Meter gerades Stück hin, ne? So. Und jetzt können wir sagen, gebogen, ne? Auf einer Länge von
Okay, das ist ein bisschen zu übertrieben. 9 Meter. Okay, nee, nicht auf 9 Meter, sondern auf 7 Meter. So, 7 Meter. Und dann hier auf 6 Meter. Genau, und den ziehen wir jetzt bis hier. So, jetzt kommt wieder ein gerades Stück auf 2 Meter. Okay, machen wir gebogen auf 7 Meter. Ich glaube, auf 7 Meter ist okay, oder? Nee, war nicht okay. Auf 6 Meter. 6 Meter, so. Na komm, na komm, na komm. Hallo. Warum biegst du dich nicht so, wie ich das haben will? So, und hier geht auch noch eine Biegung rein. So, und dann sagen wir hier auf 2 Meter gerade. Okay, jetzt auf 2 Meter gerade. Ne, dann können wir hier auch auf 2 Meter gerade irgendwie sagen vielleicht. Oder geht das nicht? Hä? Wieso geht das denn nicht? Wieso kann ich hier jetzt nicht rüber? Wieso kann ich jetzt nicht hier rüber? So. Blockiert. Weil zu lang. Zu kurz. Ja, genau, zu kurz. Okay, wir haben hier eine Höhe von 1,26 Meter. Dann gehen wir nämlich hier auch direkt auf 1,26 Meter. So. Dann connecten wir... Oh. Genau. Perfekt. So. Mhm. Und jetzt nehmen wir wieder gebogenes Glas. Gebogen, aber hier schön auf 10 Meter. So. Guck dir das an. Ist das nicht herrlich? Das ist ja wunderbar, wie es funktioniert gerade. So. Ich muss nur gucken, wie ich das nachher am besten hier irgendwie bedeckt kriege. Müssen wir mal sehen. So. Wunderbar. Dann kriegen wir heute schon Zaunschluss. Das wäre krass. Das wäre richtig krass. Wenn wir heute schon das Gehege abschließen. Ich meine, beim Flamingo-Gehege habe ich ja schon richtig Gas gegeben, ne? Muss ich nur mal anmerken, da habe ich richtig Gas gegeben. So, jetzt pass auf. Jetzt sagen wir hier, sagen wir gerade auf, Moment, 1,26. Na? Und auf 2 Meter. Genau, und dann sagen wir hier auch wieder auf 2 Meter. Ah ja, okay. Warte. So, und... Perfekt. So, jetzt müssen wir das hier aber wieder so ein bisschen anpassen. Barriere bearbeiten, genau.
Okay. So, dann sagen wir jetzt hier wieder gebogen. Auf jeden Fall eine längere Länge. Oha. So, und hier können wir doch jetzt wieder theoretisch 10 Meter machen, oder? So. Na komm, na komm. Sehr schön. Komm, auf 10 Meter. Guck dir mal die Wölbung an. Okay, die ist nicht schön. Warte mal, wie machen wir das jetzt? Okay, die müssen wir ein bisschen kürzer machen. Die machen wir mal auf 8. Wieso geht der jetzt, biegt er sich nicht nach da? Weil? Machen wir hier wieder ein bisschen kürzer. Okay, dann machen wir das hier anders. Pass auf, dann sagen wir hier. Ja, aber das kommt hier wieder Holz, ne? Hier wird auf jeden Fall wieder Holz kommen. Dann gehen wir nämlich hier runter auf 1,26. Ich hatte irgendwie im Gefühl, dass das nicht so ganz klappt jetzt. Hallo, ich würde gern auf... Oh. So, nochmal. Na komm. Ist 1,26, 1,26? Jawoll! Sensationell. So, dann machen wir hier ein 2-Meter-Element wieder hin. Da. 2 Meter. Okay, das sollten wir vielleicht auch als Glas machen. Glas. Da. Auch Glas, ja. So, dann gehen wir hier auf 10 Meter. Aber gebogen. Okay, da müssen wir halt wieder ein bisschen anders gehen. Da müssen wir halt sagen... Bis, Moment, dann machen wir hier nicht 10 Meter, dann machen wir hier 8 Meter. Dann machen wir hier 5 Meter. So. Ah, jetzt ist hier dieser Stab wieder, ne? So. Können wir den direkt verbinden? Können wir. Warte mal, ich probiere mal kurz was aus. Dann machen wir hier auf. Okay, das ergibt dasselbe Bild, ne? Okay. Alter Verwalter, haben wir jetzt Gas gegeben? Haben wir jetzt richtig Gas gegeben? Achte mal bitte, wie schnell wir das hier erledigt haben. Das ist krass. Das ist sehr krass. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, ne? Wie wir das hier verkleidet kriegen. Aber das können wir in der nächsten Folge machen. Ich bin jetzt erstmal so zufrieden. Das war
das ganze Stück hier eingezäunt haben. Also, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.